Was gibt es heute Schönes? Hallo Sebastian, guten Tag, ja, Yassas Filimu. Heute wir machen so eine Knoblauch-Tipps. Auf Griechisch heißt das Kordalia, ne? Davon zu Fisch und zu verschiedenen Sachen passt das. So, muss man die mehlige Kartoffel zuerst kochen. Da tue ich hier das heiße Wasser. Und ich brauche ein paar Kräuter. Da gehe ich hin in meinen Garten, da hole ich ein paar Kräuter und dann machen wir weiter. Ψάχνουν τα κροδάχτυλά σου τις παλάμες μου και χαραζούν μέσα μου γράφες. Jetzt bin ich zurück von meinem Garten, habe ich meine Kräuter geholt. Das sind Rosmarin, Bärenlauch, Melissakräuter und ein paar haben wir gekauft von unserem Markt, ne, von unserem Händler. Frische Knoblauch tun wir rein, alles, diese, was wir brauchen, haben wir hier. Und dann fangen wir an, langsam zu zeigen, wie das alles kombinieren. Jetzt die Kartoffel ist so weit, ne? Dann holen wir langsam raus. Und ist meine Schale. Oh, lecker Kartoffelchen. Dann machen wir lecker Tipps. Kyriakos, ja, die Zuschauer fragen immer, wo du herkommst aus Griechenland. Kannst du das mal erzählen? Ich komme aus Nordgriechenland. Die Hauptstadt heißt Katerini. Auch schöne Stadt, ne? Tourismusgebiet in Sommerzeit, das ist viel los. Paralia da, ne? Kommt die Ladies, ne? Das schwimmen da. Schon weich geworden. Bei den Tipps, die Kartoffeln muss man ein bisschen weich werden. Also. Da kann man besser stampfen und pürieren, ne? Dann machen wir schön. Wenn man festige Kartoffel ist, weil Tipps ist keine gute Idee. So Leute, und jetzt muss man die heiße Kartoffel schälen. Das macht Spaß, Kartoffel zu schälen, ne? Heiße Kartoffel, wissen Sie schon. Wenn man heiß ist, guck mal den Darm schon, ne? So, jetzt die Kartoffel habe ich geschält, meine Finger sind verbrannt. Mein Gott, und jetzt war die Walnuss ist auch noch dabei, und Zwiebel und dann fange ich an zuzubereiten. So, jetzt muss man die ganze Kräuter ein bisschen hacken, ein bisschen Arbeit. So, wie immer, ne? Kräuter muss man ein bisschen schneiden. Kyriakos, was auch gefragt worden ist, wann du mit dem Kochen angefangen hast und warum und wie lange du schon kochst. Oh, das ist eine lange Geschichte, Sebastian. Das habe ich fast als junger Mann habe ich angefangen. Ne? Mit 13 Jahren alt, da war ich in Saloniki gelandet. Okay. Und dann habe ich das in Gastronomie da gelandet und gearbeitet. Ich glaube, du hast auch mal auf Schiffen gekocht und so. Am Schiff habe ich auch gekocht. Und hier war ich auch selbstständig. Da bin ich so lange Zeit im Geschäft. Jetzt nehme ich auch die halbe Zwiebel noch, muss man das auch hacken. Halbe Zwiebel. Muss man dünne Scheiben schneiden. Brauchen wir. Das habe ich das rein so. Das muss man auch so. Ja Leute, muss man die Kräuter bei diesem Tipp muss man so schöne feine hacken. Und dann nehme ich auch noch die Walnüsse noch. Muss man auch so ein bisschen hacken, zusammenarbeiten. So, sehr fein hacken, alles. Kräuter, Walnüsse, alles zusammen. So, ein bisschen Salz noch dazu, dann Salz zusammenhacken. Ein bisschen gemahlene Pfeffer noch. Und jetzt tun wir ein bisschen Butter auf die Pfanne. Also Butter, deutsche Butter, Qualität Butter. Oh, da. Muss man so ein bisschen Butter, wenn man fangen hat zu schmälen, dann macht so ein Gerücht.
So, nicht so heiß machen, die Butter locker warm. Jetzt fangen wir an, dass die ganze Kräuter rein tun. So, mal ein bisschen alles zusammen, ein bisschen warm machen, dass die Kräuter, wenn er warm wird, dann macht es so, das schmeckt das viel besser, ne? Da kommt die ganze Aroma raus. Ne, Leute. Oh, was machen wir wieder, Sebastian, heute? Das Mann, sieht sehr lecker Kräuter, aus. Ja. Guck mal, Butterkräuter, Knoblauch-Tipps, ne? Und dann machen wir dann Genüssen, zum Appetit, zum Essen. Bei Fisch kann ich das empfehlen, dieser Tipp. Liebe Leute, die Kräuter nicht so lange, nicht so stark kochen. So niedrige Temperatur, ein paar Minuten, ne, ziehen lassen. Und dann machen wir jetzt die Kartoffeln bereit. Da muss man so wieder ein bisschen stampfen. Kartoffeln. Tue ich aber ein bisschen Salz. Ein bisschen Salz. Ein bisschen Butter. So, jetzt kann man arbeiten. So, gestampfte Kartoffel, Knoblauch, Skorbalau, machen wir wieder auf Kyriakos Art, ne? Ja, Mann. Deine Art ist die beste. Ja, das weiß ich nicht. Muss man die Leute fragen, wenn sie essen und genießen das. So, die Kartoffel muss man so mal richtig sauber, richtig stampfen, ein bisschen drücken, dass die so ein bisschen krummel zu sein, ist nicht so schlimm, ne? Mal so weit langsam, glaube ich, das schon diese mehlige Kartoffel, das sieht super aus, ne? Guck mal, so eine Farbe, so gelb ist sie geworden, so, ne? Auch ein bisschen gemahlene Pfeffer noch drauf. Dazu. Und jetzt muss man die Marinade, die ganze. Oh Mann, was für eine Tipp machen wir heute wieder. Oh, schauen Sie mal, Leute. Die heiße Kräuter über die Kartoffel drauf. Jetzt müssen wir nochmal. Zusammenarbeit, nochmal. Oh Mann. So, natürlich auch unsere Säure, unsere Zitrone. So, reichlich Zitrone, muss man auch rein tun. Dann nehme ich meine Löffelchen, kann es besser anrühren. Alles zusammen. Oh, lecker, Sebastian, schau mal hier. So, glaube ich, jetzt sind wir soweit. Alles schön gemischt. Da tun wir hier auf die Schale. Ein paar Nüsse noch. So rund. So, ein bisschen größere Stücke Nüsse dazu. Das was für die Zähne, wie so beißen, ne? So eine Walnüsse und die ganze diese Knoblauch-Tipps. Das ist so lecker. Und da kommt jetzt die Golden Oil. Unser Golden Oil. Olivenöl. So. Und der Knoblauch-Tipps ist fertig, Skordalia. So, dann probieren wir, was haben wir gemacht, ne? Immer probieren, ne? Oh Mann, das ist wieder ein neuer Geschmack mit den Walnüsse, mit Kartoffeln, mit den Kräutern, alles zusammen so in den Mund zu packen. Gute Idee, da empfehle ich euch, das weiterzumachen. Abonniert sie bitte und schreibt sie in den Kommentar. Yassas, schönen Abend noch, tschüss. So, voilà Leute, Yassas, Kalliorixi.